I'm not sure what to do with the data. You decide. Ich fahre das, glaube ich, erstmal nur herunter. Machen wir es erstmal nur so. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Soma. Ja, immer noch auf der Station Theta. Theta 9 natürlich. Und ja, wir sind immer noch dabei, hier Informationen aus den Typen rauskitzeln. Wie im letzten Part, ne? Ich muss immer noch ein bisschen rumprobieren. Weil ich irgendwie... ich dachte schon, der funktioniert. Warte mal, ich will mal nochmal was gucken gehen. Moment. Weil ich bin ja die ganze Zeit am Rumsuchen, am Rumgucken, am Machen hier. Kann ich vielleicht hier drüben noch irgendwas machen? Nee, leider nicht. Ja, hier wurde ja sowieso alles gelöscht. Ja, das bringt uns nichts. Ah, hier muss es doch noch irgendwas geben, was ich machen kann. Oder nicht? Also ich weiß langsam nicht mehr weiter. Defekte Daten. Warte mal. Hast du das ja schon enthalten? Und irgendwas rausnehmen kann ich hier, glaube ich, auch nicht, ne? Nee. Das geht irgendwie alles nicht. Was soll ich denn hier machen? Also ich bin irgendwie ein bisschen überfordert gerade, was ich jetzt überhaupt machen muss. Weil irgendwie geht ja alles nicht, ne? Bei diesen komischen Dingen. Tja. Das hilft mir auch nicht weiter. Oder gibt es irgendwo wieder irgendwas, was ich wieder übersehen habe? Oder... Tja, weiß ich nicht. Also hier muss es doch noch irgendetwas geben. Huch. Ich weiß gar nicht, was das Spiel gerade die ganze Zeit macht hier. Tja. Oder warte mal, ich guck mal was nach. Ah, das geht auch mit dem nicht. Ja, weil der generell aus ist. Kopieren keiner. Oh, wir senden es an keinen. Tja. Ideen. Jemand da draußen vielleicht. Also ich bin immer noch am Überlegen, am Tun, am Machen und ich habe keinen Plan. Aber hier kannst du generell irgendwie nichts mehr machen, ne? Also... Ich weiß es einfach nicht. Da ist auch nichts. Da guck mal, der Typ will halt wirklich nichts ausspucken. Der sagt halt gar nichts. Ist halt so die Sache. Ja, guck mal, hier beim Modul, da fehlt mir doch noch irgendwas. Ja, ich kann ja da nichts machen. Warte mal. Ich glaube, ich schaue mich mal drüben in den Räumlichkeiten vielleicht nochmal um. Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen oder so. Weil es gibt ja hier wirklich nichts mehr. Das ist halt die Sache. Hier muss ich doch noch irgendwas übersehen haben. Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Oh, ernsthaft? Das hätte man mir auch vorher sagen können. If we get to know him, maybe we can make the simulation smoother. Ja, oder vielleicht habe ich einfach nicht zugehört und ich habe es einfach nur vergessen. Waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Okay, this is like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom?
Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Koster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Alice. Oh, er hat gerade die Schlüsse gesagt. Und das sind wohl seine Eltern scheinbar. Okay, Akers hat endlich die Evakuierung von Data zugestimmt. Goya, Krier und ich sind heute nach Feta umgezogen. Akers meinte, er würde noch ein bisschen länger bleiben. Dieser durchgeknallte Bastard. Ich bin zwar stolz auf meine Arbeit, aber seit sie von der Oberfläche keine Ersatzteile mehr schicken, geht hier alles drunter und drüber. 25. August, oh, ein Tag nach meinem Geburtstag. Seems like Alice and Brandon did their scans together. Oh, we can definitely use that. Ah, okay. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Okay. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Klingt interessant. Habe heute zusammen mit Alice meinen Arche-Skin gemacht. Strohmeier hat mir erzählt, dass mich der Hangover quasi umbringen würde. Was für ein Arschloch. Anfangs ging es mir noch ganz gut, ein paar Stunden später aber bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Am schlimmsten aber schmerzte diese Chun-Truller. Oh. Catherine. Sie kann manchmal so unangenehm werden, dass es mir die Haut aufstellt. 7. Oktober. Strohmeier ging total an die Decke und untersagte alle zukünftigen Scans für das Archiv-Projekt. Anscheinend wollte Konrad bei der Kontinuität mitmachen und gab sich gleich nach dem Scan direkt in den Pilotensitz den Rest. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir neue Sicherheitskurs bekommen werden. 15. Januar. Habe gerade gehört, dass das Komoribi-Vermessungsteam nach Data unterwegs ist, um Akers abzuholen. Er ist jetzt schon seit Monaten alleine da. Keine Ahnung, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Ich kann es mir, glaube ich, schon vorstellen, was er dort gemacht hat. Aber wie gesagt, Akers werden wir sowieso später treffen. Das kann ich jetzt schon sagen. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Stimmt, ich hätte einfach die ganze Zeit hier hingehen müssen. Und ich frage mich die ganze Zeit auch noch, was ich jetzt machen soll. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Okay, jetzt haben wir das Modul. Ich dachte, ich muss bei dem Computer nebenan was machen. Nee, wir müssen einfach nur in sein Zimmer da gehen. Okay, probieren wir mal Strand und Alice. Mal gucken, ob das wirkt. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Wow. What the hell happened? Where are we? Behold, the Ark. We made it? I didn't realize it would work this way. Huh. Just one thing? What do you mean? You know how Theta got a new security cipher? Yeah. The WoW lockout. I need that key. It's the only way to save the rest of the staff. Wait, this is crazy. You're not Alice. No. I'm Alice. You're lying. This is a trick. Mr. Juan, I need you to calm down. This is fucking cold using Alice like that. Get out of my face. Please, I really need that cipher. I'm not giving you anything. Take me back to Theta now. I'm not having any more of your bullshit. Ach du Scheiße, dieser Typ, ne? Does anything carry over? I mean, could he remember this hell we're putting him through? Simulation never affects the scan pattern. Each time is a fresh start. It's a little comforting, I suppose. Shoot. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What happened to the room? Pretty neat, right? Alice, where are we? We made it. It's the Ark. But I need to ask you something. What? What's happening? The new security cipher? I need it. You're lying. You're not Alice. What did you do to her? What's going on here? Why are you doing this? Scheiße. Please let this be over soon. Ja, das denke ich mir auch schon so. Scanraum, warum jetzt aber? That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard.
Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Strohmeyer. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait! Didn't Chum just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. I do feel hungover. Okay. It's 17:29 over 42. 12 over 407. Bis. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Long. Brandon. Goodbye. No, einfach weg. That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Ich fahre das, glaube ich, erstmal nur herunter. Machen wir es erstmal nur so. Soll ich das wieder mitnehmen? Also ich kann es gar nicht mehr... Okay. Also ein sehr seltsamer Code, muss ich jetzt schon mal sagen. Simon, we got it. We can get to the Dunbat now. Get back here. Ja. Ich hoffe, das funktioniert auch reibungslos. Ich dachte, das sind das Würmer da oben, wie in Little Nightmares. Aber nee, nee, alles gut. Also irgendwas mit 17 und so weiter und so fort. Das ist ein eigentlich sehr verwirrender Code, wenn man so will. Na, wir gucken mal. The legacy scan of me that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into the base. So, there you are. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in, and I'll take us into the Abyss. Sounds easy enough. Tja, wenn das mal nur so gut funktionieren würde, und ich kann jetzt schon sagen, es wird nicht funktionieren. Aber stimmt. Ich will hier mal rüberspringen, aber das geht ja nicht. So, immerhin kommen wir jetzt mal wenigstens mal rein hier. Hat ja lang genug gedauert. Zum Glück müssen wir zum Proxy nicht nochmal runter. So, da kann man nichts machen. Das wird so nicht funktionieren. Ach du Scheiße. Da bist du gar nichts. Was ist das? Okay. Ah, da vorne, glaube ich, oder? Kann ich irgendwo Strom anmachen? Nee. Hallo, Strom? Ah, guck mal, was ist das denn da oben? Ah, das Ding ist halt, da komme ich ja gar nicht rein. Ah, warte. Hier, guck mal, ich glaube, das muss ich verbinden, ne? Ach so, okay. Ja, genau, mit Strom. Alles klar. Jetzt macht die Türen zu. So, und jetzt so. Ach du Scheiße. Na, das wird ja kompliziert werden. Zumal ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was ich mit den Dingern jetzt genau machen muss. Was? Okay. Ich habe das einfach mal nur ein bisschen rumprobiert. Ha ha.
Ah ja. Ah ja. Oh je. Ah. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt, dass es nicht funktionieren wird. Und was ist passiert? Es hat nicht funktioniert, ne? Ich hab's gesagt. Aber na gut, das wusste ich ja eh schon. Aber dennoch ist es krass. Alter. Ja, es wäre aber dennoch schön gewesen, ne? Okay, man muss es einfach nur irgendwie drehen. Alles klar. Und es ist wieder mal richtig scheiße dunkel geworden. Ah, guck mal, jetzt kommen wir da oben durch. Okay, sehr gut. Dann machen wir das gleich mal. Aber sollten wir jetzt nicht langsam bei den Laboren ankommen? Ich glaube ja. Es müsste ja so langsam soweit sein. Und jetzt haben wir wieder einen Lüftungsschacht. Yay, hat man seit Epsilon nicht mehr. Schließt er sich? Ach komm, wir machen mal zu. Einen Lüftungsschacht hatten wir seit Epsilon nicht mehr. Aber wir sollten jetzt, glaube ich, zu den Laboren ankommen, oder nicht? Was? Wir müssen runter? Autsch. Wo lang jetzt? Ich gehe mal hier lang, ja. Wir sollten jetzt eigentlich zu den Laboren ankommen. Da muss man auch wieder viele komplizierte Dinge, glaube ich, machen. Diese Geräusche. Ja doch, hier sind die Labore. Guck mal da unten. Das gehört schon zu den Laboren, soweit ich weiß. Aber laufen wir richtig? Das ist eine gute Frage. Nicht, dass wir jetzt falsch laufen und den ganzen Weg wieder zurücklatschen müssen. Das wäre ein bisschen doof, ne? Oh, und ich kann da irgendwas hören. Oh, auch sehr cool hier mit dem Licht, wie ich finde. Naja, gehen wir jetzt mal weiter. Aber ich, guck mal, wir sind hier, glaube ich, richtig. Wir sollten jetzt bei den Laboren sein, so wie das aussieht. Und da wird es auch wieder gefährlich. Ja, wir sind da tatsächlich. Herzlich willkommen in den Laboren von Vita. So. Ach du Scheiße, und ich weiß gar nicht mehr, was ich hier machen muss. Was ist das? Ah, das ist die Arche, guck mal. Das ist die Arche. Ah, hier. Huh? Wait, this isn't... Oh, no! WoW got to the Dunbat before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. Damn it. The Dunbat was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the Abyss in the first place? Ich weiß schon wie. If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the climber at Omicron. Yeah. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the Abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the Abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. Oha, hier wird das mal alles hochgefahren, wie man sieht. How difficult could it be? Ah, guck mal hier. Ja, wir müssen. Phi, all right. Quick stop at Omicron, then Tau, then Phi. Let's do it. Ja, da sieht man schon Omikron, da werden wir als Nils hingehen natürlich. Und ich kann schon mal sagen, Omikron wird auch ziemlich lustig. Ja. Also, Schatte noch Omikron müssen wir nehmen als nächstes. Aber erstmal müssen wir wegen der Arche gucken. Dann müssen wir diesen Anzug in Omikron finden und dann in den Abgrund fahren. Dann geht es nach Tau, wo wir auch nochmal richtig viel Spaß haben werden. Ja, und dann geht es langsam zum Ende, Richtung Vieh, ne? Also wir dürften jetzt eigentlich bei der Hälfte des Spiels ungefähr jetzt angekommen sein.
Heimat zu Kampfanzüge, ordnungsgemäße Benutzung für Ihre Sicherheit und die Ihrer Kollegen. Erstens, legen Sie den Neoprenunterzieher und Körperharnes an. Zweitens, prüfen Sie den HKA auf jegliche optische Schäden. Drittens, befestigen Sie nun alle Teile an Ihrem Harnes. Beginnen Sie mit dem Beginn, beginnen Sie mit dem Bein und arbeiten Sie sich nach oben vor, wobei Sie alle Teile ineinander einrasten. Lassen Sie sich beim Rückenteil und beim Oberkörper von einem Kollegen helfen. Viertens, drücken Sie auf die Schallfläche sichern, auf Ihrem Armstück. Nun sollten Sie hören, wie sich der Kampfanzug selbst versiegelt. Fünftens, der Kampfanzug wird nun mit dem Druckausgleich beginnen und dazu auf den Sauerstofftank zugreifen. Sechstens, sollte sich der Kampfanzug nicht selbst versiegen, spannen Sie die Stoßdämpfer an und probieren Sie es erneut. Unternehmen Sie keinen Reparaturversuch, sollte es immer noch nicht funktionieren, wenden Sie sich an die Wartungsabteilung. Anmerkung, die HKA sind äußerst schwer, was aber ausgeglichen wird. Tatsächlich werden Sie mehr Kraft haben, als Ihnen bewusst sein wird. Seien Sie vorsichtig. Es gelten die Regeln der Standardausbildung. Halten Sie nicht den Atem an, bleiben Sie nicht zu lange draußen, tauchen Sie nicht zu tief und tauchen Sie nicht mit defekter Ausrüstung. Ah ja, okay. Da wissen wir schon mal Bescheid, ne? Was das bedeutet, habe ich keine Ahnung. Das ist bestimmt eine Telefonnummer. Arche mit Signalgeber vorbereiten. Akkus, Werkzeuge, zusätzlicher Sauerstoff. Okay. Ich kann schon mal sagen, wir werden hier bald rausgehen müssen. In die Labore und... Das wird schlimm werden. Das kann ich jetzt schon sagen. War irgendwie auch lustig. Aber jetzt müssen wir uns erstmal hier ein bisschen umgucken. Kein angeschlossenes Gerät. Ah, hier wahrscheinlich. Ja, das kennen wir ja von vorhin. Immer schön anschließen. Aber man musste auch was mit dieser Maschine hier drüben machen. Mit der dort. Ach, guck mal, da haben wir so ein Teil. Steht hier dran. Oh, beschädigt. Ach du Scheiße. Ah, das war die Kacke gewesen. Wegen dem Speicher. Alter. 1100 Terabyte. Das ist schon immens. So, mit denen kann ich, glaube ich, nichts machen, ne? Mit denen kann ich, glaube ich, auch nichts machen. Na, das wird offenbar ein Spaß da draußen werden. What's this thing? That's just a compound examiner. Coster uses it to investigate structural integrity in the Halo frameworks. Of course. Oh, yeah. Did you get inside it? If I knew what you were made of, it would be a hell of a lot easier to figure out how to get you on the Ark. Give it a try. Na, das war wirklich ganz gut. Oh, rein in die Kammer. Rein in die gute Stube. Tight fit. Can you reach the on switch? Ja, kann ich. Da mal an hier mit der Kiste. Ah, guck mal, das ist unser Buddy. Worried about radiation? I think we're beyond that. Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard Cortex chip for robots, including the data reader and the Ocutorch, has just been forced through the skull. Oh. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No. Hold on. Back up. I have one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was my... She was nice to me. Anyway, the Cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Yeah. I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into, just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind and a sound body.
Tja, im Grunde genommen, ist man... Sort of. I understand the concept, but I don't know the specifics. I really wish we could figure out how the scan data is formulated and processed. Tja, im Grunde genommen ist man eigentlich ein Android, wenn man so will. Ja, Maschinchen ist aus. Jetzt müssen wir uns mal hier drum kümmern. Wegen diesen Speicherplatz. Szenen. Da ist halt die Frage, was wäre wichtig? Wir können ja mal alles ausmachen. Weil das sind ja so Sachen, die wir auf der Arche sehen, ne? Huch. Also, Physik ist schon wichtig, würde ich sagen. Boje. Weiß ich jetzt nicht genau, was das ist. Na gut, eine Atmosphäre. Dynamisches Licht, Hitze. Vegetation. Okay, das brauchen wir scheinbar noch. Das da, oder was? Das ist so voll. Das ist so voll. Was, wenn wir davon einen Zweck machen? Ja, wobei Hitze... Sonne. Ach, guck mal hier unten. Der Wald. Ach du Scheiße. Ein Stuhl. Ja, Stuhl ist auch wichtig, ne? Ach du Kacke. Ah, hier, guck mal, das sind ja die Menschen. Stimmt ja, wir brauchen ja noch Menschen an Bord. Das können wir wegmachen. Jetzt brauchen wir die Boje. Was ist aber mit dem letzten? Das letzte verwirrt mich ein bisschen. Oh, das geht tatsächlich. Wir haben es hinbekommen. Krass. Try loading a dummy scan. Shouldn't be that difficult. Ein Dummy. I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before we start messing around with the real arc. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross-section of the process. Okay. Ein Dummy also. Kennt ihr aus Transport für so ein Dummy? Okay, Simulation beginnen. You need to pause while the dummy is loaded, otherwise I can't know if it's working or not. Okay. Denn die dummt sich jetzt immer dasselbe. Also wir brauchen den Dummy, okay. Huch. Ah, da war der Dummy gerade, scheiße. Aber noch langsamer. Wald. Soma. Dummy. Okay. Da haben wir den, war ein bisschen zu schnell gewesen. So precise, so perfect. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. So, und jetzt so? Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit now? Yeah, we should get going. Wanna bring this arc as a backup? No, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go.
Don't forget to take me with you. Oh je, dann haben wir das hier schon mal überstanden, aber ich glaube, das wird... Oh je, wir müssen hier raus. Oh je. Und ich weiß schon, was uns da erwarten wird. Ich weiß es schon und das wird nicht schön werden. Oh, ein Scan. Ah ja, stimmt, wie ein Labor, ne? Deswegen. Wir kommen quasi wieder raus. Kommen wir eigentlich auch da wieder rein eigentlich? Hallo? Was, wir kommen nicht nochmal rein? Hallo, ich möchte wieder rein. Ach du Scheiße. Und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie groß dieses Gebiet ist, aber wir werden hier offenbar im nächsten Part unseren riesigen Spaß haben. Ja, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, weil im nächsten Part wird es wieder richtig spannend werden. Und mal gucken, wann wir bei Omikron sind. Ich weiß es nicht. Dann würde ich sagen, bis dann erstmal und ciao mit V, ne? Alright, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Hello? Did something go wrong? This is where it went wrong, Simon. This is where we planted the seed, the cancer that's eating Pathos too. It wasn't meant to be like this. No one told us this could